Von dem her ist eigentlich stetig aufgegangen. Stetig aufgegangen. Es sind immer mehr Leute, die Kirnbläser gemacht haben. Und heute ist ja das herrlich. Ich meine, 300 bis, manchmal sogar 350, die kommen, oder? Und den Krampf mitgemacht. Ja. Gibt es eigentlich etwas dafür? Gibt es nachher irgendwie ein Rohrschläger, wenn man unten am Ziel ankommt? Oder irgendein sonst etwas? Ja, kommst du einen Bohnen über, kommst du einen Einklemms und eine Flasche zu trinken, nicht ein Bier oder ein anderes. Ja. Und sind denn nicht etwa nur die Männer, die hier oben laufen? Das wollen wir auch mal noch sagen. Es hat, ich schätze, 30, vielleicht sogar 40% Frauen. Prozent? Ja, fast das ist eine Frau von der ersten, Karin Fischer, die wir jetzt gerade gesehen haben, die auch schon lange Basel trägt. Und ich finde das lässig, dass auch immer mehr Frauen da mitmachen. Also auch die Stadträtinnen und alle Stadträte machen ihre Basel selber und tragen die an. Und die ist eigentlich auch schön, dass sie nicht vorauslaufen, um zu huldigen. Das sind irgendwo noch immer tragen denn die Basel. Das finde ich eben noch schön. Das ist in der Schweiz eben noch möglich.